Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. So, wir sind jetzt Nil Delta, 3 Tage, die Schlacht am Nil. Auf jeden Fall, wir müssen irgendjemanden töten. Ihr verliert an Boden, ihr herzlosen Bastarde! Weiter, Männer! Wir werden siegreich sein! Keiner von euch wird meiner Klinge widerstehen! Töte, Pot, keine Ahnung was. Warte mal, ist das nicht der Skorpion? Oh nee. Oh nein. Begrüße Jugurtha. Sie möchte gerne deine Bekanntschaft machen. Nein, ich will nicht. Potinus, bald gehst du in die Duat ein. Sei bereit. Komm, Jugurtha. Angriff. Ja, toll. Die Götter haben mich mit eurer Vernichtung beauftragt. Ja, toll, mein Foto. Du bist nur eine Mücke in unserem großen Plan. Ich habe das Vieh erledigt. Deine Rolle in diesem aberwitzigen Orden ist beendet, Potinus. Triff deinen Richter. Sie sind zu weit gegangen in Siva. Ich wusste es. Aber ich wollte unbedingt Frieden für Ägypten. Dein Frieden lässt viele darben. Das ist unvermeidlich. In jeder guten Regentschaft. Bitte verzeih mir, Bajek von Siva. Der Fährmann kann bezahlt werden. Nun kann ich meinem Ruhm folgen. Es gibt keinen Ruhm mehr in Ägypten. Der miese Eunuch ist nicht mehr. Gut. Die Späher haben Septimius gefunden. Er ist in dem Dorf vor uns. Ich lenke seine Männer ab, während du ihn jagst. Wir müssen wissen, was er plant. Sollten eure Spione es nicht schon wissen? Auch die haben Grenzen. Doch sie sagen, Aya ist dem Pharao auf den Fersen. Also sind sie nicht ganz nutzlos. Dann ist Ptolemäus bereits gefangen. Ich erledige den Rest. Erreiche das Dorf. Das da hinten ist. Okay, ich wollte erstmal Elefant gucken. Oh. Armes Tierchen. Habe ich Pferdchen? Upsala. Doch, ich habe Pferdchen. Aber ich kann es nicht benutzen. Und Zeno ist auch nicht verfügbar. Ich muss da durchrennen. Tod allen Römer! Sieg! Recurri ad Recurri! Na, 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 boah. Was ein Krieg. Das nehme ich. Ich renne hier einfach nur durch. Ignorieren. Oh je. Ich ahne Schlimmes. Ah, da kommt der Narr ja endlich. Ach, der Narr, ich hab bald verstanden. Bald wirst du deine Götter treffen. Ich hab Narr ja verstanden. Oh nee, warum? Bajek von Siva. Endlich der Kampf. Bist du bereit für dein Ende? Sei du bereit für deinen Richter. Du findest dich bald in der Duat wieder. Wow. Boah, Alter. Kann ich mal Ausrüstung mal einmal checken? Ich
dich mit Giftfallen attackiert. Ist ja geil. War das dein ganzer Zorn, Medjay? Kein Wunder, dass es so leicht war, euer Land zu erobern. Rede nur, du Hund! Du wirst meinen Zorn kennenlernen! Triff deine Götter! Ha! Arsch! Besiegt, du Loser, du! Ich hab nichts mehr zu trinken. Hast du mich vermisst? Halt, Bayek! Septimius ist Römer. Wir behandeln ihn nach römischem Recht. Er tötete meinen Sohn! Oh. Ich verstehe. Die Katze. Sie steht da und guckt zu. Der Pharao ist tot. Katze da. Oh. Hm. Das irgendwas bedeutet, dass immer die Katzen ständig bei ihm sind? Wofür wir so lange gearbeitet haben, gehört nun uns. Wir haben unsere Feinde bezwungen. Nur wir können Ägypten in eine neue Ära des Wohlstands führen. Nein. Was macht der da an seiner Seite? Das ist der Typ, den wir gerade verprügelt haben zum Schluss. Stehst du nun auf Septimius' Seite und wir werden aus dem Palast verbannt? Ich verurteile nicht das Gift in euren Augen, aber hört einen Moment zu. Sprich, schnell, sonst bist du am falschen Ende meiner Klinge. Eure Dienste werden nicht länger benötigt. Kleopatra hat euch mit Gold entlohnt. Es tut mir leid, Aya. Leid? Sie verdankt uns alles! Wir gaben ihr die Krone und sie steht neben ihm? Wo bleibt unsere Gerechtigkeit? Septimius sollte in Rom gerichtet werden. Schützt Caesar etwa den Orden? Ein Kompromiss, um Kleopatra zur Königin zu machen. Der Mörder unseres Sohnes ist dein Verbündeter? Wir werden alles tun, um ihn zu töten. Ist das klar? Caesar gibt euch die Schuld an Ptolemäus Tod. Ein Pharao, ein Gott, Bayek, das kann ich nicht ändern. Ich scheiß drauf, was Caesar denkt.
Aber Kleopatra und ich hatten eine Abmachung. Gib mir Zeit, Aya. Ich werde die Wogen glätten. Bis dahin bitte ich euch, seid vorsichtig. Nicht alles ist, wie es scheint. Oh! Verräter. Ja, das verstehe ich. Aber so ist das halt in der Politik, ne? Mit diesen ganzen Machenschaften und Abkommen und so. Man nimmt immer nur das, was einem zum Vorteil nutzt. Mit all meinen Worten habe ich nichts mehr zu sagen. Kleopatra ist von Rom vergiftet und wir von ihrem Verrat. Wir werden mit Ägypten brennen. Der Orden ist nun stärker. Sie haben Rom. Moment, Moment. Ich lag falsch. Ich trage die Verantwortung. Als mein Junge starb, schlug ich zurück voller Wut und Zorn. Doch das machte sie nur stärker. Wir sind alle verschieden. Doch wir kämpften gemeinsam, damit Kleopatra auf den Thron kam. Das war ein Fehler, meine Freunde. Doch er hat uns näher zusammengebracht. Nun verstecken sich unsere Feinde hinter Kronen. Arbeiten im Schatten von Königen und Königinnen. Doch wer arbeitet im Schatten für das Volk? Das sind wir. Etwas entstand aus alledem. Und es beginnt jetzt. Wir müssen weiterkämpfen und den freien Willen des Volkes verteidigen. Und wie klein sie auch sein mag. Unsere Bruderschaft ist die einzige Hoffnung. Und unser Königreich braucht keine Krone. Woran wir glauben, unsere Werte, unser Credo, wird uns vereinen. Ich verspreche allen Söhnen Ägyptens, der Vater zu sein, der ich an jenem Tag nicht war, in Siwa. Auf die Bruderschaft! Die Bruderschaft! Du hattest recht. Ich vertraute auf die falsche Göttin. Eine Frage bleibt aber noch offen. Septimius. Er nahm Alexanders Stab. Wieso? Oh ja. Er und Flavius hatten großes Interesse an Alexanders Grab. Dort fangen wir an. Ach so, ja. Nachspielsprich mit Aya. Oh, ja, okay. Ich werde Kleopatra vernichten für das, was sie getan hat. Konzentrieren wir uns auf unser Vorhaben. Was ist übrig, Bayek? Nenn mir eine Sache, die uns noch bleibt. Na los, Aya, komm. Geht in Bewegung! Los! Wachen voraus! Noch ein Stapel Leichen verdeutlicht unseren Standpunkt. Wie sollen wir denn vorgehen, Aya? Einfach rein und... Siva. Der Rest unseres Landes. Wir dürfen nicht aufgeben, Aya. Wir suchen immer noch Hemus Mörder. Ja. Wir werden nicht aufgeben. Es ist zu lange her, dass wir für mehr als ein paar Tage zusammen waren. Achso, sie geht da oben. Ja, es scheint nur Momente her. Ah ja, er ist nicht einfach, der Weg, dem wir folgen. Aber nur, wenn du die Tage zählst und nicht die Ziele, Bayek. Komm, beeilen wir uns. Ich folge dir. Ach so, sie kommt.
Ja, Kleopatra hat uns verraten und... Aha. Stark befestigt. Benimm dich, Liebster. Die kämpfen, da kämpfen zwei. Apollodoros. Wir müssen uns beeilen. Ihr hättet nicht herkommen sollen. Aber wir gehören hierher. Endlich. Jemand, den wir töten können. Hör auf zu zappeln. Du überlebst so nah. Tut mir leid. Er tötete euren Sohn. Sie waren hier. Sie nahmen mir die Sphäre ab. Sie gehen nach Siva. Siva? Balk, Eier. Euer Volk ist in Gefahr. Geht los. Gute Reise, Apollodoros. In das Haus des Hades. Der Löwe. Jetzt sind wir Level 39. Ich denke, das wird jetzt bestimmt Ende, also lasse ich einfach mal durchlaufen. Kann sein, dass es dann vielleicht einen Cut gibt ohne Verabschiedung und ohne Begrüßung. Mal gucken. Ich habe nämlich das Gefühl, dass jetzt so langsam Ende sein wird. Es ist völlig still. Sogar die Tiere. Ah, irgendeine Plage hat das Dorf befallen. Das war diese Viper Flavius. Wir hätten ihm längst die Eingeweide rausreißen sollen. Gehen wir in das Gewölbe. Ich finde das immer... Römische Soldaten. Sicher Flavius Männer. Schaltet die Eindringlinge aus! Mein Gott. Mein Gott, los, jetzt geh doch kaputt hier. Wow. Ah ja? Wow. Ach so. Wo ist denn dein Pferd, Eier? Ah, ja. Echt die ganzen Tiere und... Wow. Naja, ich hab mein Pferd noch. Ich werde auch auf jeden Fall reiten, ne? Also nur damit du es weißt. Senno fliegt oben. Ich glaube, sie hat da jemanden gefunden. Er brachte Cäsar und die Römer her und wollte die Macht übernehmen. Wir haben ihm vertraut. Wir waren Narren. Ach, jetzt steigst du auf. Jetzt ist hier bestimmt klar geworden, dass das mit dem Laufen doch so kacke ist. Jetzt will es auch bequem haben. Rabia, was ist geschehen? Bayek,
Eier. Beeilung. Hepzifa, das Gewölbe. Rabia, wir kommen zu dir zurück, wenn es geht. Ach ja, den wir ganz am Anfang kennengelernt haben hier. Oh nein. Eindringlinge, Angriff! Strutti sanguinem damnat, venitin! Na gut, dann lasst es jetzt laufen. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Stante! Mola! Nolite Ibi! Tocke bovos mori, Dervis! Hallo, hallo, hallo? Okay, das hat nicht funktioniert. Oh, Eier ist erledigt. Gefahr voraus. Ah ja. Sei vorsichtig. Warum macht sie denn den anderen nicht kalt, ey? Das Gewölbe öffnet sich! Entdeckung! Entdeckung? Da, das Gewölbe. Sie haben Angst vor der Tür. Sie fliehen. Und wir gehen Vorsicht, rein. Wir wissen nicht, was da drin ist. Wir müssen wissen, was passiert ist. Bayek, ist das ein Traum? Wir sind in der Duat. Wer könnte sich ein solches Land vorstellen? Kein Mensch sollte Göttern so nahe kommen. Wer hat das erschaffen? Die Götter selbst? Das ist die Geschichte der Menschheit. Bayek! Bayek! Das ist Hepzifa. Oh, mein Senni. Dein Leben endet hier im Wüstenstaub. Sie nahmen mir den engsten Freund. Schnell, halten wir Flavius auf! Nein! Wir können ihn nicht hier lassen. Er verdient eine Beisetzung. Geh voran, Bayek. Ich bin bei dir. Hepzifa wusste nichts über den Orden. Es gab keinen Grund, ihn zu töten. Flavius riss ihm das Herz raus als Botschaft an mich. Er hat Remo getötet. Mein Gefährte, bringen wir es zu Ende.
Ich finde das ein bisschen krass, dass, als wir ja schon mal sowas Ähnliches gesehen hatten in einer Grabstätte, dass Bayek dazu überhaupt nichts gesagt hat. Und jetzt tut er hier so göttergleich, weißt du? Und dabei... Oh, und da hat er nichts gesagt. Bayek! Ah. Du hast Hepzifer ge... Ich sah, was passiert ist. Es war furchtbar. Die römischen Anführer betraten das Tempelgewölbe. Septimius und Flavius. Die Objekte, die sie trugen, öffneten es wie von Gottes Hand. Hepzifer wollte sie aufhalten. Doch gegen sie war er machtlos. Sie betraten das Gewölbe. Ein blaues Feuer kam heraus. Ich lief um mein Leben. Das ganze Dorf verlor das Bewusstsein und fiel zu Boden wie Puppen. Sie haben Siva zerstört. Sie müssen sterben. Ihr müsst ihm ein Ende setzen. Bayek, Aya, die Gebete des ganzen Dorfes werden euch unterstützen. Lass uns Hepzifer zur Ruhe bitten. Und dann sorgen wir für Gerechtigkeit. Lass die Einbalsamierer kommen. Wir beten, dass Anubis dieses Schmuckstück statt seines Herzens annimmt, auf das Hepzifer frei im Gefilde der Binsen wandeln kann. Hepzifer, alter Freund. Hepzifer, alter Freund. Achso, ich dachte, ich muss... Ich wollte ihn jetzt anzünden. Ich war jetzt bei einer ganz anderen Bestattung, ey. Macht sie denn hier? Ich kann mit ihr aber nicht reden. Tiere nutzen die Nekropole als Versteck. Deswegen sieht es hier so aus. Großvater, ich habe dich vermisst. Ich wünschte, du hättest Remu gekannt. Mal gucken, ob er noch hier irgendwie was sagt. Nö. Bayek, Hepzifer hätte gewollt, dass du das bekommst. Die Waffe, die er allen anderen vorzog. Eine Ehre. Die Dorfbewohner haben einen Römer gefangen und verhört. Flavius will nach Kyrene und Septimius nach Alexandria. Ich töte Flavius. Es gibt einen Hof an der Grenze zu Kyrene. Vielleicht hat dort jemand Flavius durchreisen sehen. Was mich angeht, ich werde Septimius das Herz herausschneiden. Ich habe das Gefühl, dass uns das Unglück verfolgt, wohin wir auch gehen. Vielleicht sollten wir uns doch trennen. Es ist schwer. Ich will nicht loslassen, aber... Jedes Mal, wenn ich an dich denke, denke ich an Remu und an alles, was wir verloren haben. Das ist ja ein nettes ich Kompliment, auch. Also vorläufig töten wir. Leb wohl, Arya. Ja, das war ja jetzt ein nettes Kompliment, ey. Aus dem Weg, Leute. Den schnappen wir uns jetzt. Wie gesagt, eigentlich müsste ich jetzt einen Cut machen, aber ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht.
Oder ich weiß nicht. Ach, ich mache einfach jetzt einen Cut und dann sehen wir uns einfach. Ich sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.